Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei Planet Zoo. Wir haben ja in der letzten Folge das Goodwin-Haus gemacht, haben alle drei Sterne bekommen, also Bronze, Silber und Gold. Dadurch haben wir zwei verschiedene Sachen hier freigeschaltet. Ich denke mal, dass das auch ein Tutorial ist, dass das ja alles Tutorials sein werden, auch wenn jetzt nur neu hier steht. Ich würde gerne quasi von oben nach unten mit euch durchgehen und würde jetzt gerne, Achtung Zungenbrecher, das madagassische Affenschutzprojekt mit euch machen. Viel Spaß. So, das madagassische Affenschutzprojekt. Der madagassische, wie oft doch, Affenschutzzoo ist das Glanzstück von Bernard Godwins Arbeit in der Region. Sein Schwerpunkt liegt auf Zucht- und Auswilderungsprogrammen für Menschenaffen und Affen. Er setzt sich für die unterschiedlichsten Affenarten ein und leistet Aufklärungsarbeit bei den Besuchern. Doch Bernard hat sich noch nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht und möchte nun sehen, was du, also sprich wir, an diesem vielversprechenden Ort leisten kannst. Willkommen auf Madagaskar. Ist etwas anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten. Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Und was sagst du zu Madagaskar? Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja, das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere Tiere. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Okay. Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Shakespeare? Okay, hallo, darf ich auch mal was machen? Rote Waris leben in den Regenwäldern der Masoala Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Okay, wenn du bereit bist, geht es weiter zu den Borneo-Orang-Utans. Was haben die denn mit Shakespeare zu tun? Na. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter zu den Orang-Utans. Orang-Utans, wo seid ihr? Ach, das Runde hier, okay. Borneo-Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es Hier sei denn, zeigen die mir du ziehst alle nur noch den Möwen dazu, Popo. die da oben festsitzen. Schau sie dir doch mal näher an. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Moment. Sind sie nicht Ach so, einfach die Kamera. großartig? Wenn Ja, du das soweit sind bist, sie. schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. Die Bonobos, okay. Das sind die hier. Das sind jetzt nur drei Stück. Oh, aber ich denke, dass wir noch ein vierte bauen werden. Ah, da hinten geht es auch noch rüber. Wobei das irgendwie in die Höhle reingeht. Ich ahne was, ich ahne was. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Oha. Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Wir müssen ihn wieder einfangen.
Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Ja, ich wollte mir ja nur mal kurz die Affen angucken. Okay, die Grenze, also das Gehege. Jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Tiere? Ja, wenn ich hier klicke mal... Klicke nun auf alle Tiere versandfertig machen, um die restlichen Bonobos in Transportboxen zu sperren. Okay. Jetzt brauchen wir einen Tierarzt, um den entflohenen Bonobo einzufangen. Unser letzter Tierarzt hat aber gekündigt und ist zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend einen Ersatz einstellen. Geh in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Okay. Dort findest du Informationen zu allen Mitarbeitern. Jetzt ist aber nicht die Zeit, dir das anzuschauen. Stell einen Tierarzt ein. Dann nicht. Tierarzt einstellen. Klicke dann auf einen der Wege, um den Tierarzt im Zoo zu platzieren. Ach so, vielleicht doch lieber nicht im Affengehege, das stimmt schon. Kümmern wir uns jetzt um den Ausbrecher, bevor er allzu viel Chaos anrichten kann. Nutze die Tierwarnungen, um zum entflohenen Bonobo zu gelangen. Tierwarnung? Klicke dann auf Tierarzt rufen, um den Tierarzt zu holen, damit er das Tier fängt. Ach, der Tierarzt fängt das Tier? Während sich der Tierarzt um den Bonobo kümmert, sollten wir das Gehege in Ordnung bringen, damit die Tiere nicht nochmal ausbüchsen. Begib dich zum Gehege. Ich möchte aber lieber gucken, wie der Tierarzt das Tier einfängt oder was das Tier macht. Der wollte doch nur mal duschen gehen. Oh. Okay. Das, ja. Wo ist das Gehege? Ich muss wieder zurück. Wie du siehst, ist die Barriere kaputt. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Ja. Ich hab's ja verstanden. Wähle die Barriere, dann bearbeiten wir sie. Lösche den kaputten Abschnitt der Barriere und ersetze ihn mit einem neuen Bauteil. Aber mit welchen? Holzstämme? Was ist das hier? Wähle sie aus und drücke dann entfernen. Ah, okay. Gut, das wäre erledigt. Jetzt müssen wir oben auf die Barriere eine Klettersperre setzen, damit die Bonobos nicht einfach aus dem Gehege klettern können. Achte darauf, dass du den richtigen Teil der Barriere ausgewählt hast, wenn du das machst. Also, rufe jetzt die Optionen auf, um festzulegen, auf welcher Seite die Klettersperre angebracht werden soll. Und pass auf, dass du es richtig machst. Die Bonobos werden eher über die Barriere klettern als die Besucher. Gut gemacht. Jetzt sollten wir die Bonobos schnellstens aus den Transportboxen holen, oder? Die armen Tiere werden noch ganz traurig, wenn wir sie zu lange da drin lassen. Oh. Wähle erneut die Gehegeumzäunung, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Wechsle dann zum Reiter Tiere. Klicke nun auf alle Tiere aus den Transportboxen holen, um die Bonobos freizulassen. Die müssen sicher inzwischen ganz dringend mal. Scheinbar ist nicht nur der frühere Tierarzt des Zoos verschwunden, sondern auch die Techniker. Wir müssen ein paar neue Techniker einstellen, damit nicht noch mehr Tiere entkommen. Techniker übernehmen verschiedene Aufgaben im Zoo. Die wichtigste ist aber die Wartung der Gehegeumzäunungen. Wenn die Techniker sie nicht instand halten, nehmen die Umzäunungen Schaden und gehen irgendwann kaputt. Und dann turnen bald überall entkommene Tiere durch den Zoo. Geh wieder in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Stelle einen Techniker ein und klicke auf einen Weg, um ihn im Zoo zu platzieren. Klicke dann erneut auf den Weg, um einen zweiten Techniker einzustellen. Wie du siehst, musst du nicht jedes Mal in die Personalverwaltung, wenn du mehrere Mitarbeiter desselben Typs einstellen willst. Mann, wir haben einiges erledigt, oder? Das war gute Arbeit. Ich hol mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen. Yay! Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Das Wichtigste ist, dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Ja, das wär's noch. Unsere Tierärzte haben nämlich auch die Aufgabe, Forschung zu betreiben.
So können Sie Beschäftigungsgegenstände, zusätzliche Informationen für Bildungsobjekte, bessere Zuchtprogramme und besseres Futter freischalten. Also, Futter für die Tiere. Forschung allein reicht nicht, um das Essen in der Kantine zu verbessern. Naja, wie dem auch sei. Wie du siehst, ist Forschung ein wichtiger Bestandteil des Zoobetriebs. Damit ein Tierarzt Forschung betreiben kann, benötigt er ein Forschungszentrum. Leider hat dieser Zoo hier keines. Also, lass uns ein solches Zentrum bauen. Ich habe eine geeignete Stelle dafür markiert. Okay. Dir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge. Das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Wenn du das Forschungszentrum und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Klicke, um das zu tun. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt eine neue Aufgabe zuweisen. Beachte, dass Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Lassen wir unseren Tierarzt Katas erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten können. Ziehe den Tierarzt einfach über den Eintrag Kata, um mit der Forschung zu beginnen. Welchen Tierarzt? Ist das? Ach so, das ist der Tierarzt oder wie? Ah, okay. Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, wir haben gar keine Infotafeln oder Lautsprecher beim Gehege der Katas. Lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen, damit unsere Gäste mehr über unsere pelzigen Freunde erfahren können. Okay. Wo waren die? Das waren die vom zweiten, glaube ich. Ja, irgendwie ist jetzt hier alles gedreht. Da unten. Stellen wir zunächst zwei Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Also, ich kann da draufklicken. Aber es tut sich nichts, wenn ich dann hier auf Beobachtungsgeräte klicke. Ach, nein, oder? Oh, euer Ernst? Schalte an der Oberfläche. Wo sind wir denn? Oberfläche ausrichten, so. Ja, wie kriege ich das dann jetzt hier du weg? Aus dem Menü Cutter aus. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, musst du darauf achten, dass sich dieses Tier auch in der Nähe befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Jetzt müssen wir noch festlegen, zu welchem Tier Informationen angezeigt werden sollen. Wähle eine Infotafel aus, um das Infofenster zu öffnen. Platziere zwei Infotafeln. So, ach, die Bäume stören hier aber. Da ist noch einer. Nun, da wir die Infotafeln haben, sollten wir noch zwei Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. Ja, dann machen wir die zu den Infotafeln, das ist doch klar. Jetzt müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen.
Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Okay. Ah, das war jetzt sowas von dämlich eben. Du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Ohne Strom bringen sie dir also nicht viel. Ja, oh, scheinbar hat unser Tierarzt die Forschung zu den Katas abgeschlossen. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Tier leidet unter was wie? Unter niedrigem Wohlbefinden. Ich soll aber woanders draufklicken. Forschungsergebnisse ab. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe weiter. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Okay, das ist grundsätzlich gut. Wenn wir etwas für unsere Gäste getan haben, sollten wir auch etwas für die Katas tun. Ja, ja. Einige Tiere wie die Katas haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Finden wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Katas noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Sozialverhalten, Lebensqualität. War das Lebensqualität? Beschäftigung durch Spielzeug. Ähm, 63% müssen wir da so auf 100% hoch? Ich glaube ja, ne? Ich stelle mal einfach so ein Ding hier rein, so. Wenn ich das denn reingestellt bekomme. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Katas. Ja, ne? Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Katas freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Katas auswählst. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Katas freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Katas auswählst. Alles klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, diese Viecher werden echt verwöhnt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein. Denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen. Und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, jetzt. Und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Gehege an. Du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste aus. Agung heißt er? Nee, Agung. Ach, der! Pam! Ja. Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Ja. Aber er wird es in freier Wildbahn gut haben. Ich hoffe. Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Okay. Ah, wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht.
Ja. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann. Wenn es um etwas so Putziges wie Katas geht, wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen. Hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir haben uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. What? Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Begib dich bitte dorthin. Ist das groß? Kann ich das sehen? Ach, da. Was ist das denn? Moment. So, lass uns jetzt in der Lücke ein neues Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. Diesmal falle ich da nicht drauf rein. Okay, Vivarium. Ja, keine Ahnung, was das ist, aber wir platzieren das mal. Sehr gut. Als nächstes musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Wie wäre es mit der Gila-Krustenechse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen auf. Moment, ich muss jetzt hier erstmal drehen, weil ich so langsam verstehe. Oh, Moment. Eine Echse, okay. Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gila-Krustenechse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Noch ein? Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist, also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Klicke jetzt auf den Reiter Layout. Im Moment sind leider nur Beschäftigungsobjekte der Stufe 1 freigeschaltet. Hä? Aber platzieren wir zumindest eins davon für die Gila-Krustenechse. Ach so, ich war bei der... jetzt habe ich die da hinten reingesetzt. Oh, shit. Okay. Ein Versteck. Qualität, ja. Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzte-Forschung betreiben lässt. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krustenechse. Okay. Klicke auf den Reiter Klima. Hier siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt. Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Oder jemand? Achso, okay, das ist die Temperatur. Ach hier, oh, ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Okay. Einrichtungen. Infolautsprecher. Infotafel. Genau wie bei den Infotafeln und Lautsprechern für die Katas, musst du die Infotafel auch hier mit dem Tier verknüpfen. Tu das jetzt. Okay, das hätte ich jetzt vergessen, das stimmt. Grüner Insel-Leguan war es, oder? Nee, das war die andere Seite. Oh mein Gott, wen haben wir denn jetzt drin? Klasse, jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich.
Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Okay. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Und das ganz ohne Anleitung. Aber wo stelle ich die hin? Dafür sorgen, dass sich die Tiere auch wohlfühlen. Dazu sollten wir das durchschnittliche Wohlbefinden im Zoo also schön in die Höhe treiben, ja? Und mit wir meine ich natürlich dich. Los, los. War großartig. Futtersuche. Ja! Du kannst stolz auf dich sein. Und du hast nicht nur den Zoo erweitert und für das Wohlbefinden der Tiere gesorgt, du hast uns dabei auch nicht in den Bankrott getrieben. Wahnsinn. Super. Ja, das heißt, ich habe dann auch endlich das... Oh, du hast ihn so völlig verwandelt. Ich erkenne ihn kaum wieder. Ein großartiges neues Vivarium. Faszinierende neue Arten. Und dann hast du mit zusätzlicher Beschäftigung auch noch das Wohlbefinden der Tiere gesteigert. Wer spielt nicht gerne mit einem 1 Meter großen Fußball, was? Also, abgesehen von Fußballspielern. Aber es war bestimmt nicht leicht. Das Geld war sicher ständig knapp. Es macht es eben nicht unbedingt einfacher, wenn man die Einnahmen in das Wohlergehen der Tiere steckt. Allerdings fühle ich mich so etwas weniger schuldig wegen der Preise in unseren Souvenirläden. Ich bin der Meinung, dass ein Zoo immer dem Wohl der Tiere dienen sollte. Leider scheint es aber einige Leute zu geben, die weit weniger hehre Ziele haben. Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Und damit ist das dann auch dieses Schlusswort heute. Wir haben das madagassische Affenschutzprojekt mit Gold abgeschlossen. Ich würde sagen, damit beende ich dieses Video definitiv und ich freue mich schon darauf, euch im nächsten Kapitel wiederzusehen. Bis dann! Ciao!